So, wir befinden uns im Messraum des Instituts für Musikinstrumentenbau und ich führe jetzt vor, wie man eine Messung einer Mandoline durchführt. Wir regen das Instrument mit einem sogenannten Impulshammer im Bereich des Steges an, weil das hier der Entstehungsort der Schwingungsenergie, quasi der Saiten, auch später dann ist, wenn der Musiker drauf spielt. Und bei der Anregung wird ein sogenannter Impuls in das Instrument eingebracht und dieser Impuls wird mit den umgebenden Mikrofonen, die wir hier sehen, im Messraum erfasst und mittels eines Frequenzanalysators dann dargestellt in Form einer Frequenzkurve. Messung Start. Messung Stopp. Ja, wir öffnen wieder den Raum. So, wir haben die Messungen durchgeführt und der Christoph erklärt jetzt mal, was wir in den Messkurven eigentlich dann auch sehen können. Also wir haben ja zwei Instrumente von deutlich unterschiedlichen Preisklassen miteinander verglichen, messtechnisch. Wir haben jetzt hier von der Messung im Raum drin die einzelnen Mikrofonsignale. Also wir messen nicht nur in eine Raumrichtung, sondern in mehrere Raumrichtungen, weil natürlich das Abstrahlverhalten in jede Richtung etwas anderes ist. Und diese Messkurven werden dann jeweils miteinander gemittelt und das Ergebnis sehen wir jetzt hier, wo wir doch deutliche Unterschiede zwischen den beiden Instrumenten haben. Also das hochwertigere Instrument strahlt deutlich stärker ab, also ist insgesamt lauter, aber auch die einzelnen Resonanzen wie die Hohlraumresonanz oder die ersten Deckenresonanzen sind deutlich stärker ausgeprägt und dadurch tragen sich auch deutlich besser. Im Bereich der Klarheit haben wir stärkere Ausprägungen beim hochwertigen Instrument wie auch im oberen Frequenzbereich, was ein Zeichen für die Helligkeit und die Brillanz ist im Klangcharakter. Und wir haben jetzt gesehen, wie man so eine Messung eines Instrumentes hier im Institut für Musikinstrumentenbau durchführen kann. Und wir sehen ja anhand dieser Ergebnisse dieser Messung, dass der eindeutige Charakter des Instrumentes in dieser sogenannten Frequenzkurve zu erkennen ist. Und in dem Charakter dieser Frequenzkurve sehen wir natürlich auch Qualitätsunterschiede. Und genau das sollte natürlich hinreichend für die Instrumentenbauer Anlass sein, auch Messungen hier durchzuführen, entweder bei uns im Institut oder auch durch Anschaffung eigenes Equipments, um solche Messungen durchzuführen, um nicht nur die Qualitätsunterschiede der Instrumente erkennen zu können, sondern vielmehr auch am Beispiel des jetzt in Vorbereitung befindlichen Deutschen Musikinstrumentenpreis, am Beispiel der Mandoline, dass man diese Qualitätsunterschiede der Instrumente messtechnisch erfassen kann und dass es eine Hilfestellung für die Instrumentenmacher sein kann, anhand dieser Messergebnisse natürlich qualitativ hochwertige Instrumente in Serie fertigen zu können, mit natürlich sehr gleichmäßigem Charakter über die Serienfertigung. So, und der eigentliche Nutzen für die Instrumentenmacher, diese Messungen hier entweder bei uns durchführen zu lassen oder auch selber durchführen zu können, bei natürlich vorhandenem Equipment, ist, dass man die Unterschiede, die natürlich zum einen von den Hölzern, wir wissen ja, Hölzer sind ein Naturprodukt und Naturprodukte werden sich immer unterscheiden. Und der Instrumentenmacher weiß natürlich auch, wie er mit Hölzern umgehen muss in der Fertigung, wie er die Ausarbeitung der Instrumente gestaltet, wie er die Formgebung der Instrumente gestaltet und wie er zum Beispiel auch die Beleistung bei so einer Mandoline hier gestalten sollte, um dort möglichst sehr gute Ergebnisse in der Akustik und im Klang erreichen zu können. Und das alles wird unterstützt durch diese Messung und widerspiegelt sich natürlich auch
in den Messergebnissen, dass man den Charakter des Instrumentes und auch die klangliche Performance hier erkennen kann und natürlich auch gezielt aus der handwerklichen Sicht dem Anspruch gerecht wird, diese Instrumente so fertigen zu können.